Freitag, 12. Mai 23. Ich war erst vor 9 Tagen im Tierpark. Ne, vor 11 Tagen sind es sogar, am 1. Mai. Aber ich bin heute mal wieder hier, um ein wenig zu schauen, was es schon wieder Neues gibt. Hier schwimmt ein Tier, genannt Nutria. Auch genannt Biberratte. Ja. Nicht zu verwechseln mit einem richtigen Biber. Ein Stück weiter am Bärengehege habe ich heute auch Glück. Da liegt der Bär. In direkter Nähe ein Storchennest da oben mitsamt Storch. Ich habe ja die Theorie, dass man durchaus auch wie jetzt an Tagen in den Tierpark kommen sollte, wo es nicht so voll ist, weil die Tiere dann einfach sich offener zeigen. Wenn hier natürlich sehr viel Rummel ist, dann ist verständlich, dass die Tiere sich ein wenig zurückziehen und ihre Ruhe haben wollen. Also zum Beispiel sonntags oder feiertags. Aber an ruhigen Wochentagen ist natürlich die Chance höher, auch manche scheuen Tiere beobachten zu können. Ich habe mich ja schon immer gefragt, wofür hier dieser Aussichtsturm neben dem Bärengehege gut ist. Jetzt weiß ich's. Um das Storchennest zu beobachten. Jetzt kommen wir hier zur Fischotteranlage. Ja, ich war schon so oft hier im Tierpark Olderdissen. Etliche Dutzend Mal, möchte ich behaupten. Und ich habe hier nur einmal einen Fischotter schwimmen und laufen gesehen. Wer Bilder davon sehen will, dem empfehle ich mein Video aus Januar, Winter im Tierpark Olderdissen. Da habe ich die Fotos von damals eingeblendet, als ich es fotografieren konnte. Also das ist wirklich der pure Glücksfall, hier mal einen Fischotter zu sehen. Ich habe es, wie gesagt, nur einmal erlebt. Wobei ich aber auch ein anderes Video auf YouTube gesehen habe, wo auch jemand das Fischotter hier zeigt. Anscheinend ist heute mein Glückstag. Das Fischotter zeigt sich. Da hinten am rechten Ende von dem Steinhaufen. Das gibt's doch gar nicht. Als hätte ich's gerufen mit meinen zweifelnden Ausführungen vorhin. Und weg ist es. Aber man hat's kurz gesehen. Ein weiteres Vogelgehege. Und auch hier sind die Störche am Brüten. Und deshalb ist die Anlage derzeit auch geschlossen. Was man natürlich verstehen kann. Ja. Aber hier sieht man auf diese Weise mal so ein Storchennest aus der Nähe. Und hier gibt es auch alle anderen möglichen Vögel. Da oben sitzen sie in den Zweigen. Sieht so aus, als wenn da auch diverse Nester sind. Ich weiß nicht, wie gut man das hier sieht durch den Zaun. Aber hier sind alle möglichen Vogelarten friedlich vereint hier. Ja, die werden sich wohl vertragen. Direkt daneben finden wir Gänse, die schon ein Heidenspektakel machen. Da ist ordentlich was dran an diesen Gänsen, also ja, es sind ja noch 7 Monate bis Weihnachten. Die Gänse haben sogar Namen.
Die eine heißt Heiligabend, die andere heißt erster Feiertag. Nein, natürlich nur ein Scherz. Ich glaube, die Tiere hier im Tierpark werden nicht geschlachtet. Auf dieser Wiese haben wir da hinten lauter Esel. Und hier haben wir Truthähne. Oder besser gesagt, ein Truthahn und vier Truthennen. Ja. Wenn ihr euch fragt, wo euer Putenschnitzel herkommt, hier seht ihr es laufen. Wiederum wenige Meter weiter haben wir die Karnickel. In verschiedenen Farbtönen. Hier eine Wiese mit diversen Schafen, anscheinend auch Lämmer dabei. Wir haben ja Freitagnachmittag, jetzt ungefähr 14.30 Uhr. Auch der Spielplatz ist schon recht gut gefüllt, jetzt am beginnenden Wochenende. Eichhörnchen. Eins rennt im Hamsterrad. Eins sitzt daneben. Da läuft es. Jetzt kann es nicht mehr. Und es geht weiter. Weißt du, rum, rum, rum. Da rennt es im Kreis, als hätte es nie was anderes gemacht. Aber es ist Glück, hier überhaupt die Eichhörnchen zu sehen. Oft genug entdeckt man hier überhaupt nichts. Das war ein cooles Langschwanz. Ja, die sehen echt süß aus, ne? Ja. Boah, die kann ich mehr. Kann ich mehr. Okay, tut noch mal. Ja. Willst du denn nach oben? Direkt nebenan, niedliche kleine Zicklein. Die hier auf den Felsen herumklettern. Die scheinen richtig Spaß daran zu haben, da herumzuklettern auf den Felsen. Ähnliche Szenen habe ich ja auch schon 2008 gefilmt. Ihr seht sie am Ende meines Videos vom 1. Mai, als ich hier im Tierpark war, also vor 11 Tagen. Irgendwie scheinen diese Zicklein wirklich sehr übermütig zu sein und dauernd herumzuspringen und ihre Kräfte zu messen und so. Da der Größenvergleich kleines Zicklein und erwachsene Ziege. Das hat mich schon wieder geärgert, ne? Ein Ärgerswitzel.
Ja, vorhin in meinem Video über den Botanischen Garten habe ich gesagt, dass alle Bielefelder andauernd in den Tierpark Olderdissen rennen. Aber ihr seht es, mea culpa, ich mach's ja selbst. Hier sind wir bei der Wildschweinanlage. Obelix hätte seine Freude. Ältere Wildschweine und Jungtiere. Aber ganz kleine Frischlinge gibt's hier nicht. Ich weiß nicht, ob die falsche Jahreszeit dafür ist oder weiß ich was. Oder ob sie dieses Jahr keinen Nachwuchs hatten. Jetzt bin ich fast aus dem Tierpark raus. Da vorne ist die Bushaltestelle. Hier schwimmt der Schwan. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos. Hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.